Hallo, hier ist Terra Express. Der Traum vom eigenen Flaschengeist. Ein Maurer mit Schnapsidee. Böse Überraschung. Eine fremde Urne im Familiengrab. Und ungewöhnliche Erbstücke. Was soll man damit machen? Von einem Schlüssel zum Glück kann für Brigitte keine Rede sein. Die Witwe steht stattdessen vor einem großen Problem. In diesem Waffenschrank verbirgt sich eine ihr fremde Welt. Das Erbe ihres völlig überraschend verstorbenen Ehemannes. Der Jäger hat ihr nicht nur eine doppelläufige Flinte, sondern damit auch jede Menge Sorgen beschert. Denn zur Trauer um ihren Gatten kommt für Brigitte jetzt auch noch die Tücke dieser Hinterlassenschaft. Sie selbst hat weder eine Berechtigung, eine solche Waffe zu besitzen, noch kennt sie sich damit aus. In ihrer Not bittet sie einen benachbarten Jäger, die Flinte vorübergehend zu verwahren. Der sorgt dafür, dass kein Unbefugter Zugriff darauf hat. Doch dann bekommt die Witwe Post vom Ordnungsamt. Darin wird sie aufgefordert, innerhalb der nächsten 4 Wochen die Sache zu klären. Ansonsten wird das Erbstück behördlich konfisziert. Das sieht aus, als ob ich meine Schusswaffe nicht behalten kann. Das könnt ihr doch nicht wegnehmen. Die Flinte einfach ins Korn werfen, das kommt für Brigitte nicht in Frage. Die Zeit drängt. Am liebsten wäre ihr Enkel Daniel, könnte die Waffe eines Tages übernehmen. Wenn ich das irgendwie arrangieren kann, dass ich die zu Hause verwahren kann und später mal meinen Enkel bekommen könnte, wenn er in die Fußstapfen von Opa tritt. Die sind für ihren Daniel noch eine Nummer zu groß. Denn auch er hat keine Berechtigung für Opas Waffe. Ein Besuch beim Ordnungsamt soll Klarheit bringen. Dort ist Klaus Huhn zuständig für Erbwaffen. In der Regel braucht man dafür eine Waffenbesitzkarte. Ausnahmeregelungen gelten nur für Sammler bestimmter historischer Waffen, die vor 1871 produziert wurden, oder für deren originalgetreue Nachbildungen. Doch auch damit können Gewalttaten verübt werden. So wie am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ein bewaffneter Mann nimmt eine junge Frau als Geisel. Plötzlich schießt er seinem Opfer in den Hinterkopf. Die Tatwaffe? Eine von insgesamt 6 Nachbildungen historischer Vorderlader. Für die braucht man keine Genehmigung. Zum Glück überlebt das Opfer. Brigittes Waffe dagegen ist genehmigungspflichtig. Ohne Erlaubnis darf sie die Flinte nicht behalten. Wenn Sie die Erbfolge antreten wollen, dann wäre es erforderlich, dass Sie einen Antrag auf eine waffenrechtliche Erlaubnis stellen. Dann würden wir Sie auf Zuverlässigkeit überprüfen. Und die Waffe müsste dann blockiert werden durch einen zertifizierten Waffenhändler. Das wären erstmal die ersten Dinge, die dafür notwendig wären, damit sie eine waffenrechtliche Erlaubnis erhalten. Also wendet sich Brigitte an einen zertifizierten Waffenhändler. Der blockiert erstmal die beiden Läufe der geerbten Flinte. Dadurch ist das Gewehr unbrauchbar. Und die Erbin darf sie zu Hause im Waffenschrank aufbewahren. Derweil plant Daniel eine Überraschung für seine Oma. Er will versuchen, eine Erlaubnis für Opas Gewehr zu bekommen. Ich habe mich entschieden, jetzt erst den Jagdschein zu machen, weil ich die finanziellen Mittel nun dazu habe und auch die Zeit. Und meine Oma, sie hat sich sehr gewünscht, dass ich die Waffe vom Opa übernehme. Wird nicht einfach werden. Denn dafür braucht Daniel ein amtlich begründetes Bedürfnis. Als Inhaber eines Jagdscheins hätte er das. Doch vorher muss er wieder die Schulbank drücken, und zwar mindestens 120 Stunden. Denn im Gegensatz zu einem Sportschützen steht beim Jagdschein nicht nur das Schießen im Fokus, sondern auch weitere Bereiche wie Wildbiologie oder Naturschutz. Man muss viel wissen, Gesetze, Jagdrecht, Waffenrecht, kommt ja immer wieder was Neues dazu, vor allen Dingen Waffenrecht. Das kostet graue Zellen. Und das Schießen kostet viel Übung. Bei der praktischen Prüfung müssen 4 von 5 Schüssen auf eine Rehbockscheibe sitzen, aus 100 Metern Entfernung. Doch das ist längst nicht alles. Von 5 Schüssen auf eine Keilerscheibe muss Daniel aus 50 Metern 3 Treffer landen. Auch hier macht die Übung den Meisterschützen. Beide Aufgaben besteht er mit Bravour. Dann die letzte Station. Von 15 Wurfscheiben muss er mindestens 4 vom Himmel holen. Sonst war's das mit dem Jagdschein und dem Geschenk für die Oma.
Dreimal hat er schon getroffen. Der vierte Volltreffer. Daniel ist erleichtert. Und mit viel Fleiß besteht er auch die schriftliche und mündliche Prüfung. Da auch sein Führungszeugnis tadellos ist, kann er jetzt einen Jagdschein beantragen. Höchste Zeit, seiner Oma die guten Nachrichten zu überbringen. Die ahnt noch nichts von ihrem Glück. Hallo, Daniel. Fein, dass du kommst. Oh. Hallo. Habt ihr was mitgebracht? Mit seinem Jagdschein hat Daniel jetzt das amtlich geforderte, begründete Bedürfnis, die Waffe seines Opas zu behalten. Das freut mich kolossal. Ich bin wirklich glücklich darüber, dass er jetzt dasselbe Hobby betreibt wie der Opa. Bitte schön, halte ihn ehren und hoffentlich bringt er dir auch viel Glück. Die Blockierung in den beiden Läufen der Waffe darf nur ein zertifizierter Waffenhändler entfernen. Doch vorher muss Daniel mit seinem frisch erworbenen Jagdschein die vorgeschriebene Waffenbesitzkarte beantragen. Mit der Waffenbesitzkarte kann Daniel das Erbe seines Opas antreten. In der Öffentlichkeit rumlaufen darf er mit dem Gewehr aber trotzdem nicht. Dafür bräuchte er einen Waffenschein. Strenge Regeln gelten in Deutschland aber nicht nur für Waffen, sondern auch für Schnaps. Zumindest, wenn man ihn aus Obst selber brennen möchte. Das dürfen nämlich nur Menschen mit einer besonderen Genehmigung. Trotzdem will da nun einer mitmischen. Und das klingt erstmal nach einer Schnapsidee. Letzte Handgriffe, dann schlägt für Georg Berkle die Stunde der Wahrheit. Monatelang hat der Maurer auf diesen Moment hingearbeitet und so viel Herzblut in sein Hobby investiert, dass daraus ein Lebenstraum geworden ist, seinen eigenen Schnaps zu brennen. Und zwar nicht nebenher, sondern hauptberuflich. Doch bevor er die Maurerkelle hinschmeißt, steht der erste Geschmackstest mit Freunden an. Jetzt kriege ich natürlich schon Lust drauf, dass man da mehr macht. Angefangen hat alles auf dem Schrottplatz seines Onkels. Regelmäßig stöbert der Maurer dort nach brauchbaren Dingen. Dabei stößt er eines Tages zufällig auf einen alten Kupferkessel. Der außergewöhnliche Fund interessiert ihn brennend. Charlie! Damit könnte man Schnaps brennen. Das kommt Georg gerade recht. Schließlich hat er in seinem Garten einige Obstbäume. Um eigenen Schnaps brennen zu dürfen, besorgt er sich beim Zoll eine spezielle Genehmigung. Die soll vor allem Bauern helfen, ihr Obst komplett zu verwerten. 50 Liter reinen Alkohol darf der Maurer jetzt pro Jahr brennen. Doch er will mehr. Ihn lässt der Gedanke einfach nicht mehr los, möglichst viel eigenen Schnaps herzustellen. Vielleicht lässt sich davon sogar leben. Aber da hat das Hauptzollamt Augsburg noch ein Wörtchen mitzureden, denn dort muss der Maurer erst die Genehmigung für eine sogenannte Abfindungsbrennerei beantragen, mit der er stolze 300 Liter reinen Alkohol im Jahr produzieren darf. Ich würde gerne mein Hobby zum Beruf machen. Ja, wirklich. Da muss ich Sie leider schon mal erstmal enttäuschen. Denn diese Genehmigungen sind streng limitiert und zudem nicht an Personen, sondern an Grundstücke gebunden. Sie haben die Möglichkeit, indem Sie ein Grundstück mit diesem Brennrecht vererbt bekommen. Das heißt, man kann es auf dem freien Markt einfach nicht kaufen. Also Sie haben natürlich schon die Möglichkeit, dieses Brennrecht von jemand anderem übertragen zu bekommen, der es abgibt. Sie brauchen aber auch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Dann ist es gar nicht so einfach, dass man da seinen Traum verwirklicht. In Deutschland gibt es nur rund 20.000 dieser Brenngenehmigungen. Neue werden nicht ausgestellt. Georgs einzige Chance, ein jetziger Inhaber müsste ihm seine Brenngenehmigung abtreten. Annehmen dürfte er die aber nur, wenn er beim Zoll genug Obstanbaufläche nachweisen kann, um damit 300 Liter reinen Alkohol im Jahr zu gewinnen. Doch so viel Fläche hat er nicht. Noch nicht. Ja, hallo. Grüß dich. Georgs Plan, Land von Grundstücksbesitzern in der Umgebung zu pachten und sich so die notwendige Anbaufläche stückweise wie ein Puzzle zusammenzulegen. Besonders in seinem Visier Obstplantagen, die er bewirtschaften darf. Auch von der Gemeinde pachtet der Hobbybrenner ein Stück Land. Nach einem Jahr hat er insgesamt 3 Hektar zusammen. Ich bin jetzt guter Dinge und jetzt packen wir es an.
Aber sein finanzielles Risiko ist groß. Denn noch hat niemand eine Brenngenehmigung abzugeben. Doch dann endlich der entscheidende Anruf. Das hört sich ja super an. Okay. Im Zollbezirk Augsburg hat sich tatsächlich jemand entschieden, sein geerbtes Brennrecht nicht selbst zu nutzen. Das wäre der Hammer, wenn das klappen würde. Georg hat Riesenglück. Die Übernahme klappt. Die Brenngenehmigung geht auf seinen landwirtschaftlichen Betrieb über und gibt ihm von nun an die Möglichkeit, 300 Liter reinen Alkohol im Jahr zu brennen. Mit dem 30-Liter-Kessel vom Schrottplatz ist das natürlich nicht möglich. Deshalb schafft er sich einen 150-Liter-Kessel an. Jetzt haben wir das Brenngerät und da bin ich natürlich jetzt schon richtig stolz drauf, dass das auch jetzt so toll geklappt hat. Brenne vor Leidenschaft, dass man jetzt hier einen guten Schnaps hier draus macht. Jetzt wird's ernst, denn seinen Job als Maurer hat Georg an den Nagel gehängt. Sein Obst muss erstmal gründlich gereinigt und zerkleinert werden. Dem Brei setzt Georg anschließend Hefe zu. Diese sogenannte Maische ist die Basis für seinen Schnaps. Jetzt stehen wir in die Startlöcher und jetzt lassen wir's laufen. Doch jeden Brennvorgang muss Georg 5 Tage vorher beim Zoll anmelden, mit genauer Menge und Uhrzeit. Wir brennen heute von 9 bis 12 Uhr. Da in diesem Zeitrahmen muss man diesen Brand fertig kriegen, weil sonst würde man schwarz brennen. Es wird knapp. Und dann bekommt er auch noch unerwarteten Besuch. Thomas Hauf vom Hauptzollamt Augsburg. Hallo, schönen guten Morgen. Hallo, Zollkontrolle. Ja, muss ja auch mal sein. Wenn das mal keine böse Überraschung wird. Brauche ich die Brenngenehmigung? Jawohl, die hole ich schnell. Nicht klar. Georg muss pro Liter reinen Alkohol 10,22 Euro an Branntweinsteuer zahlen. Da schaut der Zoll zweimal hin, ob alles im Kessel auch ordnungsgemäß angemeldet ist. So, jetzt haben wir sie. Gefunden. Brenngenehmigung. Bitte schön. Gut. Das ist jetzt der Mirabellenbrand. Genau. Gut. 100 Liter Mirabellenmaische darf Georg heute offiziell verarbeiten. Laut Schätzungen des Zolls lassen sich daraus im Schnitt 4,8 Liter reiner Alkohol gewinnen. Verwendet Georg heimlich mehr Maische, destilliert er auch mehr Alkohol. Am Start vorbei. Wenn er da falsche Angaben macht, dann kann er uns natürlich entsprechend übers Ohr hauen. Denn für Georgs Abfindungsbrennerei wird die Alkoholmenge nur hochgerechnet. In sogenannten Verschlussbrennereien wird dagegen genau gezählt, und zwar mit Hilfe einer vom Zoll geeichten Messuhr. Jeder Tropfen Destillat wird so erfasst und zu einem höheren Steuersatz von rund 13 Euro verzollt. Bei Georg stimmt die angegebene Menge der Maische. Doch auch der Alkoholgehalt ist entscheidend, und der hängt davon ab, wie viel Zucker die Mirabellen enthalten. Über die Dichte der Flüssigkeit kann der Zollbeamte den Alkoholgehalt genau messen. Sollte Georg heimlich Zucker zur Maische gemischt haben, gewinnt er beim Brennen auch mehr Alkohol als angemeldet. Doch das wäre Steuerhinterziehung und strafbar. Etwa 100 Fälle von Schwarzbrennen ahndet der Zoll im Schnitt pro Jahr. Der Messwert, den Herr Hauf gleich ermittelt, bringt ans Licht, ob Georg ehrlich arbeitet und ob es was wird mit seinem Traum vom eigenen Schnaps. Wenn es nun deutlich über 10 wäre oder die 10 überschreitet, dann läge der Verdacht nahe, dass die Maische gezuckert worden ist oder sonst wie manipuliert. Der gemessene Wert muss im Rahmen des sogenannten Regelausbeutesatzes bleiben. Gut, also 7,0 LA. Okay. Wie ist das so? Ja, im Rahmen des plausiblen, erträglichen und glaubwürdigen. 4,6 ist Regelausbeutesatz. Also, soweit alles in Ordnung. Vielen Dank. Freut mich, dass alles Spaß hat. Schönen Tag. Jetzt ist es amtlich. Alles in Ordnung mit Georgs Mirabellenschnaps. Der Maurer hat es tatsächlich geschafft, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Für den Schnapsbrenner ist klar, diese hart erkämpfte Genehmigung wird er irgendwann mal an seinen Sohn vererben. Aber naja, hoffentlich freut er sich auch drüber.
Denn so eine Erbschaft kann für Hinterbliebene ja auch zu unerwarteten Herausforderungen werden. Zum Beispiel, wenn es sich um sowas handelt. Heike Danielczyk steht vor einem großen Problem. Denn ihr verstorbener Sohn hat ihr seine Haustiere der etwas anderen Art vermacht. Schlangen. Und zwar insgesamt 15 Stück. Die Reptilien waren für ihn viel mehr als nur ein ungewöhnliches Hobby. Für meinen Sohn waren die Schlangen alles. Das war sein Leben. Jetzt steht Mutter Heike plötzlich alleine mit dem tierischen Vermächtnis da. Eine solche Erbschaft anzutreten wäre für sie eine große Verantwortung. Denn jeder Fehler bei der Haltung von Reptilien kann schnell zu großen Problemen führen. So wie in diesem Fall in Mülheim an der Ruhr. Großeinsatz für die Rettungskräfte. Einem 19-jährigen Schlangenhalter entwischt eine Kobra aus dem selbstgebauten Terrarium. Das Haus wird vollständig ausgeräumt, die Wohnung des Halters sogar komplett entkernt. Doch von dem hochgiftigen Tier fehlt weiterhin jede Spur. Nach 3 Tagen wird die Schlange schließlich tot aufgefunden. Der Halter hätte das artgeschützte Reptil zwar anmelden müssen, doch sonst hat er gegen keine gültige Auflage verstoßen. So etwas will Heike unbedingt vermeiden. Deshalb achtet sie sehr genau darauf, dass die geerbten Schlangen besonders sicher verwahrt sind. Große Sorgen bereitet ihr allerdings der Gedanke, ob es für die Lieblinge ihres Sohnes wirklich das Richtige wäre, wenn sie bei ihr blieben. Denn zeitlebens hat er sich aufopfernd um seine Tiere gekümmert. Deren Grundversorgung traut sich Heike zwar noch zu, doch wenn es größere Probleme geben sollte, wäre sie damit möglicherweise überfordert. Was ist, wenn ein Tier krank wird? Das kann ich dann nicht mehr erkennen. Irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, wie lange will ich das noch machen? Ich habe es weitergeführt für meinen Sohn. Aber das ist auch etwas, wovon man sich letztendlich trennen muss. Sie könnte die Schlangen einfach im Internet verkaufen. Denn solange es keine geschützten Tierarten sind, brauchen weder Verkäufer noch Käufer eine Genehmigung. Interessenten gibt es einige. Aber das ist Heike zu unsicher. Auch bei etlichen Händlern versucht sie, ihre Erbschaft abzugeben. Doch manche fragen nicht mal, um welche Arten es sich handelt. Sie scheinen nur am schnellen Geschäft interessiert. Doch Heike will, dass die Tiere in gute Hände kommen. Schließlich bittet sie in einem Reptilienforum um Hilfe. Zunächst muss sie dort genau angeben, um welche Schlangenart es sich jeweils handelt. Anschließend müssen die Tiere vermessen und Fotos von ihnen gemacht werden. Ein Bekannter hilft ihr dabei. Die kleinste der 15 Schlangen ist gerade mal 30 cm, die größte fast 4 Meter lang. Von den Mitgliedern des Forums bekommt Heike dann einen heißen Tipp. Eine Reptilien-Auffangstation in Niedersachsen hat Platz für die geerbten Tiere. René Becker, Leiter der Station, könnte sie vorübergehend aufnehmen und später weitervermitteln. Er kann Heike überzeugen. Denn er versichert ihr, dass er die Sachkunde von Interessenten gründlich prüfen und sich außerdem Bilder von deren Terrarien zeigen lässt. Gute Aussichten. Auch für die Schlangen. Ich fühle mich einfach super aufgehoben, ja. Der Umzug kann beginnen. Beim Transport zur Auffangstation bekommt Heike Hilfe aus dem Forum. Fachkundige Schlangenhalter rücken mit ihren Boxen an. Die wirken zwar auf den ersten Blick sehr klein, aber sie müssen eng und dunkel sein. Das reduziert den Stress für die Tiere. Schließlich trennen sie rund 4 Stunden Fahrt von ihrem neuen Zuhause. Dort angekommen müssen die Schlangen erst einmal untersucht werden. Sie sollen ja keine Krankheiten oder Parasiten einschleppen. Dann heißt es für Heike Abschied nehmen. Dass sie es tatsächlich dann auch so diesen letzten Schritt gegangen ist, die Tiere abzugeben. Also da auch mit einem Punkt ihres Lebens dann Schluss zu machen und das dann auch dieses Kapitel abzuschließen. Ja, schon ein komisches Gefühl, aber war dann letztendlich für die Tiere sicherlich die beste Lösung. Eine Lösung ganz im Sinne ihres verstorbenen Sohnes. Da ist sich Mutter Heike sicher. Denn hier werden seine geliebten Schlangen so lange gut versorgt, bis sie ein neues und vertrauenswürdiges Zuhause gefunden haben.
Welche Schlangen als gefährlich gelten und wie sie gehalten werden müssen, dafür gibt es übrigens in jedem Bundesland andere Regeln. Unterschiedliche Vorschriften je nach Wohnort, das gibt es auch bei Bestattungen. Und zumindest auf einem Friedhof führt genau das zu einer Menge Unruhe. Es ist der zweite Todestag von Bernd Gebhards Mutter. Als er mit seiner Frau Sabine das Grab besucht, trauen beide ihren Augen nicht. Hier hat es offenbar erst vor kurzem eine Bestattung gegeben, von der sie jedoch nichts wissen. Was ist hier los? Was ist hier passiert? Hier hat jemand ein Grab verwechselt. Die Namen sind dem Paar völlig unbekannt. Stellen Sie sich mal vor, die wären gekommen, während hier eine Beisetzung stattfindet. Das will sich das Ehepaar lieber nicht vorstellen. Irgendetwas ist hier gründlich schiefgelaufen. Sofort machen sie sich auf Spurensuche. Wer ist zuständig? Das Friedhofsamt. Ja. Friedhofsamt, Grünflächenamt. Die müssen wissen, was da zu tun oder zu lassen ist. Neben den zuständigen Ämtern befragen sie auch den Bestattungsunternehmer, der die rätselhafte Beisetzung durchgeführt hat. Dabei erfahren sie nach und nach schier Unglaubliches. Stellen Sie mal vor, was passiert ist. Eine ihnen unbekannte Frau hat die Urnenbestattung veranlasst. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Verwandten des langjährigen Partners von Bernd Gebhards Mutter. Ihr Lebensgefährte ist zwar ebenfalls im Familiengrab bestattet, aber den beigesetzten Verwandten kennen die Gebhards überhaupt nicht. Doch seine Bestattung ist ordnungsgemäß beantragt worden. Alles hat offenbar seine Richtigkeit. Das ist der Antrag. Aber wie konnte eine unbekannte Person die Beisetzung der fremden Urne in ihrem Familiengrab beantragen, ohne sie vorher um Erlaubnis zu fragen? Hier unten, bei Bevollmächtigter, hätte eigentlich mein Name reingehört. Das hättest du unterschreiben müssen, oder? Nein, einfach nur Name, Straße und Wohnort hätte genügt. Die Stadt Wiesbaden hat anscheinend im Antrag vergessen, dass ich auch gefragt hätte werden müssen durch Unterzeichnung oder Gegenzeichnung. Obwohl Bernd Gebhard der Nutzungsberechtigte für das Familiengrab ist, musste er der Bestattung allem Anschein nach nicht zustimmen. Kaum zu glauben. Auf der anderen Seite könnte man da in schallendes Gelächter ausbrechen, dass überhaupt sowas hier passieren kann, dass das überhaupt möglich ist. Eine fremde Urne beigesetzt im eigenen Familiengrab. Das hat auch der Abteilungsleiter des Wiesbadener Grünflächenamts Thomas Bäder noch nicht erlebt. Seit ich bei der Stadt Wiesbaden bin, hat es solche Fälle noch nie gegeben. Wir haben rund 2500 Beisetzungsfälle pro Jahr und so eine Situation hatten wir bislang noch nie. Offensichtlich wurde die Bestattung der Urne jedoch gemäß den bisherigen Vorgaben der Stadt abgewickelt. Für die Behörden eine verzwickte Situation, die rasch gelöst werden muss. Schließlich darf sich so ein Fall nicht wiederholen. Auf den Friedhöfen in der Umgebung spricht sich die Geschichte schnell rum. Das Thema lässt kaum jemanden kalt. Das gibt's nicht. Man muss Bescheid sagen. Sie können doch nicht einfach schon alleine da was reinsetzen. Ich komme jetzt hin und will meine Tochter betrauen und da ist jetzt eben anders drin. Nö, da bin ich strikt dagegen. Sag ich Ihnen ehrlich. Doch nicht nur dieser Fall beschäftigt die Friedhofsbesucher. Auch ihre Angst vor Diebstählen nimmt zu. Denn leergeräumte Grabstätten sind auf deutschen Friedhöfen inzwischen keine Seltenheit mehr. Der Grund? Die Marktpreise für Altmetalle liegen hoch. Das Geschäft damit verspricht schnelles Geld. Im Visier der Diebe sind vor allem Messingvasen, Grableuchten aus Bronze und andere metallene Dekoartikel. Ich habe auch schon gehört, man soll sogar die Deckel von den Blumenvasen wegnehmen, damit das nicht gestohlen wird. Das ist schon schlimm, das ist schlimm. In Wiesbaden lässt Kriminaloberkommissarin Kerstin Singhoff eine enorme Serie solcher Friedhofsdiebstählen nicht zur Ruhe kommen. Ich meine, 180 angezeigte Straftaten, das ist schon eine Menge. Und das innerhalb kürzester Zeit, das ist schon ein Thema. Ja. Der gestohlene Grabschmuck könnte inzwischen an Händler weiterverkauft und in großen Anlagen eingeschmolzen werden. Dann wäre die Spur auf immer verloren. Keine Ermittlung wie jede andere.
Auch nicht für Polizeibeamtin Stefanie Pietsch. Die gehen da ja auch nicht filigran vor, sondern robben das da raus. Das ist für mich persönlich auch eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann, die für mich wirklich auch verwerflich ist, weil das Gräber sind nun mal eine hochprivate Angelegenheit. Und da das zu zerstören, wenn jemand um jemanden trauert, das ist also was, was mich auch persönlich schon mitnimmt. Dann plötzlich der entscheidende Tipp. Aha, okay. Weißt du mehr? Bei welchem denn? Einem Altmetallhändler in der Umgebung werden auffällig viele Grabschalen zum Kauf angeboten. Er wird misstrauisch. Er notiert sich das Autokennzeichen und informiert die Polizei. Damit können Kerstin Singhoff und ihre Kollegen den Täter endlich überführen. Insgesamt stellen die Ermittler 192 gestohlene Grabschalen und Vasen sicher. Je besser die Angehörigen der Verstorbenen ihren Grabschmuck vor dem Diebstahl dokumentiert haben, mit Fotos zum Beispiel, desto einfacher fällt ihnen die Identifizierung. Im Fall der Urne eines Fremden in seinem Familiengrab sind Bernd Gebhardt dagegen die Hände gebunden. Sie einfach wieder auszugraben wäre eine strafbare Störung der Totenruhe. Und was, wenn so etwas kein Einzelfall ist? Wenn man einfach nur erklärt, ja, ich habe den Nutzungsberechtigten gefragt, und das ist für die Stadt Wiesbaden dann ausreichend, dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch in anderen Gemeinden ähnlich gehandhabt wird. Das deutsche Friedhofsrecht wird zwar von den Ländern geregelt, doch die Anträge können die Träger selbst gestalten. In Wiesbaden hat die Behörde inzwischen nachgebessert. Was wir jetzt aus Lehre daraus gezogen haben, dass wir den Antrag anders formuliert haben, klarer, deutlicher. Im neuen Antrag muss nun auch der Nutzungsberechtigte der Grabstätte einer Bestattung zustimmen. Da sind wir alle froh, weil wir dadurch eine gewisse Sicherheit haben. Und das erleichtert unser Arbeiten total, ganz klar. Doch Bernd Gebhardt ist alles andere als erleichtert. Er fordert von der Stadt Wiesbaden eine Umbettung der fremden Urne. Schließlich war aus seiner Sicht der unklar formulierte Antrag mitverantwortlich. Und tatsächlich, die Behörde reagiert. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Aschenurne des Verstorbenen ordnungsgemäß in der 15. Kalenderwoche umgebettet wird. Ist doch gut. Ja, 15. Kalenderwoche. Und dass keiner der Angehörigen dabei sein darf. Weder von der einen noch von der anderen Seite. Das verstehe ich nicht. Warum das? Wie soll ich jetzt genau wissen, ob mein Anliegen in die Tat umgesetzt wurde, wenn ich selbst nicht zugegen sein darf? Das ist schon verwirrend. Vertrauen ist gut, doch Kontrolle bekanntlich besser. Deshalb geht Bernd Gebhardt lieber auf Nummer sicher. Ja, wenn ich jetzt hier so hinschaue, kann ich die Erde noch unter die Platte drücken. Die Platte ist fest mit Silikon auf die anderen Platten geklebt. Hier sind deutliche Kratzer auf der Granitplatte. Also kann eigentlich nur davon ausgehen, dass die Urne tatsächlich beseitigt wurde, denn diese Zustände waren vor einiger Zeit noch nicht. Offenbar hat die Stadt Wort gehalten. Erleichterung bei Familie Gebhardt. Ich bin einfach nur froh, dass es jetzt vorbei ist und dass es wieder so ist, wie es war. Und dass alle zur Ruhe kommen. Endlich können sie wieder ungestört am Familiengrab trauern. Im sicheren Wissen, dass hier tatsächlich nur ihre Angehörigen in Frieden ruhen. Wenn Sie wissen möchten, wie das bei Ihnen in der Gegend geregelt ist, dann fragen Sie einfach bei der zuständigen Behörde nach. Das war Terra Express für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.